Willkommen zurück, Freunde, hier in Athenum mit einem unbewaffneten Link bei Breath of the Wild. Ja, wir haben einiges vor heute. Nicht unbedingt die Hauptstory weiterzumachen, sprich, also Hauptstory wohl eher DLC-Story weiterzumachen, sondern eher ein bisschen, ja, ich würde sogar fast schon sagen, ein bisschen Kombination, war unser eigenes Traumhaus zum einen, zum anderen natürlich noch ein bisschen Yakala-Quests und so weiter und so fort. Wir gucken mal, was heute noch so alles ansteht. So, lange bevor ich es vergesse, Hallöchen, könnt ihr helfen? Ja, ich hätte gerne eine Doomstar. Ne, ich hätte gerne eine Wandhalterung. Und zwar eine noch für ein Schild und eine für die Waffen. Warum? Das seht ihr gleich. Alles klar. Flottenswerk. Jo, einmal Waffen, einmal Schilder. Soll es fürs Erste auch gewesen sein. Genau. Und dann wollen sie es mal an. Ich habe Angst, ob die eigentlich nur für mich arbeiten. Meine persönlichen Handwerker, ganz schlecht. So, Schild, genau. Schild, Schild, Schild. Welchen Schild nehme ich? Hylia Schild, warum? Einfach nur mal als Epi schießen, weil ich den nicht unbedingt zerbrechen will. Und natürlich auch, damit ich dann, naja, wenn natürlich zum Schlussfighter nochmal gegen Garn antreten, ganz zum Schluss dann noch auf Japanisch und so weiter, mit voller Link-Montur, sprich Heldenmontur, Masserschwert, Hylia-Schild und so, voll stylisch halten, dann nehme ich es natürlich wieder mit, aber bis dahin, weil, ja, es nimmt eh nur die Tasche voll, beziehungsweise liegt nur die Tasche voll, oder? Und, jo, insofern. Wie lange hat es wohl ohne Waffen aus? Danke, Daruk! Wir werden es sehen. Kochen müssen eigentlich auch wieder mal. Aber ich würde sogar fast sagen, wenn ich nichts Neues mehr kochen würde, könnte ich das eigentlich auch aufs Gemachen machen, ganz ehrlich. So, ich mache jetzt eine Waffenhalterung. So, Hylia-Schild, genau. Masterschwert geht ja nicht, das abzulegen. Ich frage mich zwar warum, weil es ist ja, wenn man so will, auch eine optionale Waffe. Klar, es hat mit der Story, sprich mit den Erinnerungen zu tun. Aber, ja, ob ich jetzt das Masterschwert dabei habe oder nicht. Beziehungsweise ob er es auch einsetzt mit gegen Ganon zum Beispiel. In Erinnerungen, da hat er eigentlich damit nichts zu tun, oder? Deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt, wieso ich das Masterschwert nicht an die Wand legen kann. Weil eben, es ist ja nur eine optionale Waffe, kann sie auch auslassen. Das verstehe ich eben nicht so ganz. So. Wollen wir nochmal ganz kurz testen. Nö, kann sie nicht ausstellen. Könnte geklaut werden oder was, keine Ahnung. So, ich will eigentlich das weiße Schwert hinlegen. Ist im Prinzip, wenn man so will, die Vorstufenmaster-Schwert, oder? Das ist, ja, es ist ja episch. Kann man so sagen. So, was natürlich fehlt, ist noch der Schatzhebel von Urbosa. Den habe ich voll Idiot ja leider. Ja, eben, der soll eigentlich nachher hier hin, ja. Weil ich glaube sowieso nicht, dass er noch eine weitere Waffenhalterung machen kann, oder? Stimmt da meine Vermutung so weit, Kumpel? Hallöchen, könnt ihr helfen? Wir wollen sowieso noch alles mögliche Waffen. Ja, seht ihr, Waffen geht gar nicht mehr. Was ich mich eh frage. Ganz kurz Möbel gucken, was steht denn alles? Beleuchtung Tür schon gut. Ja, aber ich... Hä, bin ich jetzt doof? Ich dachte, ich hätte mal irgendwo ein Video gesehen, dass jemand hier drin nicht nur eben so Waffen, Bögen, Schild ausgestellt hat, sondern eben auch seine eigene Rüstung aufgehängt hatte. Da dachte ich mir halt so, ja, kann hier vielleicht mal die ganzen unterschiedlichen Link-Rüstungen aufhängen, oder? Da wäre eigentlich ganz geil. Also Link spricht von anderen Zelda-Teilen, logischerweise. Aber irgendwie... Kein Plan. Wenn wir schon am Thema Link sind, ist ja neue Aufnahmesession, neuer Tag dementsprechend. Wir fangen an mit Majora's Mask. Ah, ich wollte Schluss haben. Grimmige Gott hat Mütze, yes! Sehr, sehr geil. Ja, das macht auch langsam Freude. Habe Angst vor mir. Natürlich episch, wenn Link auch dementsprechend groß wäre, wa? Weil ein Gott hat vor mir, glaube ich, irgendwie um die 3 Meter groß oder so. Keine Ahnung, war zumindest ziemlich episch. Also, was ich seltsam finde, mit der Mütze ändern sich auch das, die Haare. Nur mal so, by the way. So durch die Welt gehen, wa? Müssen wir die Haare sehen und so. Warum eigentlich nicht? Dann...
Nach Majora's Mask. Hä? Spielst du jetzt Teil? Geht doch. Anders gerade. Ocarina of Time. So, ganz viel Fleisch, ganz viel Fleisch, ganz viel Wild. Die Zeithose. Willst du uns verarschen? Habe ich jetzt schon alle oder was? Also habe ich das Set Zeitmütze... Nee, nicht ganz. Ich frage mich eh, warum ist Krimine Gott halt hier oben, aber die ganzen anderen Heldendinger sind hier unten. Ich habe die Zeit, Mütze, ich habe die Zeit, endlich wieder hier oben, war. Mütze und Hose, jetzt fehlt das Gewand, Wind fehlt noch relativ alles, Schatten. Irgendwie, ja, vom ersten Ding, vom Skyward haben wir gar nichts. Das ist doch crazy. Gib mir das Schattengewand oder irgendwas anderes in der Art. Hätte doch fiesen, wenn ich mal irgendwie gewisse Teile doppelt hätte, wa? Königsschild! Vielleicht ausgerüstet. Ja, jetzt eventuell die Halle sowieso mit diesem ganz krassen. Ja, Haltbarkeit halber. Nö, ist schon gut. Kann man so machen. So, wieder Zeit für den Wind, das himmlische Kind. Schon seltsam. Fische regnen. Oh, es regnet Fische. Okay, kein Problem. Kurz eine Truhe. Oh nee, da darf nicht sein. Was ist das? Oh, der Boomerang schon wieder. Leg mir doch am Arsch. Hat er eigentlich schon zum vierten Mal bekommen. So, Skyward Sword Link. Lass mich an das weiße Schwert oder was? Elektropfeile. Ja, irgendwie Skyward Sword. Die Dinger sind sehr, sehr selten. Gut, was soll's? Habe ich jetzt gemacht. Wir haben hier noch ein paar Waffen. Sehr gut, sehr gut. Dann wird's Zeit nochmal behaupten für nicht die Dinger hier, sondern fast. Achso, Schreine. Hatte gerade. Hä? Ja, das. Aber auch noch ganz klar, die Ex-Dinger kommen ja, wenn ich sie nicht kombinieren kann mit Akala, wäre es natürlich geil. Akala, Akala. Visionskurs, der ist da. Da ist die große Fee. Ich kann von hier rüber segeln. Erinnern wir uns? Ja, komm, wir gehen mal hier hin, wa? Kann man ja mal so machen. Eigentlich wieder mal Zeit für Wolfi, war, aber da krepiert man jetzt halt immer wieder. Hm. Oh, sowas wäre eigentlich schon gut zu gebrauchen, war. Moment, ich hol mal ganz kurz ein Amiibo. So, Wolfi Amiibo. Perfekter Block. Hm. Was immer so schön funktionieren würde. Oh, es regnet, wie geil. Haben wir auch noch Blitz und Donner, muss einen Donnerhelm anziehen. Jo! Wollen Sie sogar fragen, wenn ich da. Der schützt mich eigentlich nur davor, oder? Habe ich keine Holzwaffen? Noch? Natürlich habe ich. Das Problem ist ja eigentlich eher, dass ich. Falkenbogen. Im Falkenbogen, der Bogen eines Meisterschwitz da, der hat gerade. Hä? Hey. Irgendwie leicht verwirrt. Wie so oft. Gut, dann machen wir das noch. Dann Schilde haben wir. Ein antiken Schild. Oder was habe ich extra? Im Waldschild noch. So. Also Problem ist halt, wenn ich da mit Holz, beziehungsweise nicht mit Holz, sondern mit Metall unterwegs bin, trotz Donnerhelm würde ich halt getroffen werden. Mir macht natürlich nichts aus, aber Wolfi. Und das wollen wir nicht. Da ist die große Feder unten. Wolfi portet mir sowieso nach, also kein Thema. Ich dürfte also nicht getroffen werden, rein theoretisch. Da unten ist er. Ernsthaft, Wolfi?
Burasa. Ah, hier ist das, was er damals gesehen hatte. Das ist ein Tateno, da ist hier. Ja, interessant. So, wenn wir schon beim Thema sind, Wolfi. Moment, Mibo irgendwie weggeworfen. Nicht geil. So, Wolfi ist nicht tot, das ist zurückgekehrt, also darf ich ihn nochmal rufen. Was? Du kannst ihn nicht verwenden, müssen wir verarschen? Okay. Als Friedrich ist oder was? Der Stadt der Göttin. Gib mir deinen Segen. Oh, stimmt, ich habe wieder. Habe gar nicht gemerkt. Ich kann sie da eintauschen. Jo, neuer Herzcontainer. Dankeschön. Danke! Bin zufrieden nach Hyrule zurück. Ja, ja. Haben wir schon mal gemacht. Machen wir nochmal. Kein Thema. Hi, Dummster! Hallo! Da sieht man sich wieder. Wer warst du? Ich bin Dummster vom Bauunternehmen Yolanda. Ah, stimmt. Ich auch. Was machst du denn hier? Ich habe einen Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabula Rasa, sozusagen. Tabula Rasa, guter Name. Mhm. Tja, was ist's? Dann hast du recht. Dann fehlt mir einiges. Zum Beispiel? Arbeit, Material, Geld. Ich helfe dir. Passt schon. Du hättest ja nichts davon. Trotzdem. Eine große Hilfe, unsere Sachen, unsere Unterkünfte. Ein paar Mal Hause weinen können. Mit 10 Holzbühnen, dann schlecht. Müssen wir eigentlich haben, oder? Ja, ja, komm schon. Um bauen zu können, suchen genug müssen wir die Welt zu zerstören. Was für Kraft? Auf da enden. Jo, ein Grund dann da. Wäre natürlich jetzt so einfach, wenn man plötzlich einfach irgendwie, ja, weiß auch nicht. Das Spiel bereits vorschlagen würde, wo ich hingehen könnte. Ich muss sowieso wegen der Darux-Quest und so nochmal hier hin, beziehungsweise in die Nähe. Da kann ich sowieso nach. Also, Darux-Quest, der DLC halt, ja. Kann ich mich dann ein bisschen da umgucken. Okay, das wird soweit gehen. Gut, dann hätte ich das einmal vorbereitet. Dann fährt der Verkäufer. Also jetzt ein Monster oder so. Ah, ja, ja. Weil mir gerade eine Frage, das Aussehen. Habe ich das nicht schon mal gemacht, gerade in letzter Zeit? Ich habe da irgendwie so ein Déjà-vu, aber kann natürlich auch irren. Erinnerungen ja bereits alle. Mhm, mhm. Das ist eine andere Quest. Ja, ist er doch. Ist zwar wahrhaftig ein seltsames Aussehen, aber müsste eigentlich gehen. Wo war der jetzt? Ah, da oben. Und Teleportation. Ja, fliegen wir ein bisschen Zeugs herum und so. Ist ja gar nicht mal so wild, ne? Da hat man so ein bisschen was anderes zu machen. Als nur die Hauptstory nachzurennen, beziehungsweise mal ein bisschen zu kombinieren, ist doch eigentlich eine geile Idee, wenn wir noch 7000 Rubine. Hammer. Einfach der Hammer. Und lediglich 81 Krogs sammeln. Oh ne, jetzt pisst schon wieder. Lass mich ran, wenn da noch ein Blitz. Was für ein Witz. Yo. Der Blitz, der Witz ist real. So, jetzt geht's plötzlich. Tabula Rasa kann er nicht, aber hier geht's. Okay. Ja, warte mal ganz kurz. Das ist ja eigentlich ein Krone. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass er die gesuchte Person ist, aber es könnte ja sein. Schön. Nadon. Wolfi? Ja. So.
wie ein Hündchen. Was? Alles in Ordnung? Bei mir schon, bei dir? So, ganz schön. Und also, das ist ein Kilten. Dann lass mal sehen. Hier. So, so. Aha. Wie merkwürdig. Kann ich genug danken. Damit werde ich ihn erwischen. Danke. Vielen Dank. Die Bank dankt auch. Eine Quest. Nein, ich wollte. Ja. Ja, du hast eigentlich bloß auf sein. Du hast auf sein Hintern geguckt. Also. Weiß ja auch nicht. So. Terry. Verzeihung, der Herr Terry. Nein! Was ist das für ein Quatsch? Terry! Beim Toy Tortoise, ich will Terry! Den Terrier! Ja! Geht doch! Schluss sein, sind ausgeschossen. Ja. Gib mir was. 82 war davon also nichts. Besitz 00 Löschflügel. Macht gar keiner davon. Ich meine, vielleicht brauche ich es ja mal. Keine Ahnung wann und keine Ahnung wofür, aber in der Theorie ist alles möglich. Ja, ja! Ja, ja! Ne, see you later, Alligator. So viel dazu. Sieht schon besser aus. Dann sind wir im Krogs haben übrig, kommt dann aber nichts machen, wissen wir. Gut, dann ist das Xenoblade Chronicles 2. Was? Einen roten Sternschnuppen? Und durchstochenen Gipfel nach Südosten. Das Geile sowieso, auswählen kann ich die Quest gar nicht. Zentrum der Größten. Ja, das schaffe ich vielleicht schon, auf dem linken Auge des Tunnelskopfs nach Osten. Da am Anfang irgendwo war. Egal, ein anderes Mal. Es geht ja eigentlich ein bisschen um Geheimnis des Todesbergs. Ach, das war ja der Quatsch. Uff. Dorf Dronin, finde Kiel. Ja. Gut, ich muss sie, glaube ich, eh wieder mal. Ja, sowieso irgendwann so Narnia, also. Kann das auch dann machen. Ist wild ausgegangen. Das könnte man noch ganz kurz, wenn ich schon mal hier bin. Ja, komm. Aber halt echt ein bisschen so. Ja. Gerade ein bisschen mühsam. Naja, mühsam. Langweilig? Ja, auch nicht, weil passiert immer wieder etwas Interessantes zwischendurch. Aber warte mal, es aber teleportiert, ist wohl wieder weg, ja? Oh, das ist immer ein bisschen so mühsam. Dass der gute arme Wolf immer wieder abhauen muss. Naja. So, wäre doch cool, noch irgendwie so ein Exile-Quest in der Nähe hätte zu machen. Sonst aber langsam echt mal auf dem Weg zum Corona machen. Ja, wäre Zeit. So. Wenn ich jetzt. Wäre ich jetzt hier. Irgendwann wäre auch noch. Aber hat jetzt vielleicht irgendwie durch die DLC was Neues zum Quatschen bekommen? Keine Ahnung, ich bezweifle es ein bisschen. Ich jetzt einfach mal einen Fall nach, wenn ich mal fragen darf. Ich habe von allem. Ja, vielleicht ein bisschen wenig Feuerpfeile im Vergleich, aber. Gut. Toll. Dankeschön. Jetzt, ich hab Wild hier. Come on. Klingt wie bei mir. Hey, regt das gut! Das Kürbis, bedien dich ruhig! Abwehr, Fleischkürbis, danke! Honigapfel! Mach ich mal überlegen. Mit Honigapfel? Ausdauerhonig und ein Apfel. Ausdauerhonig? Ich müsste noch einen haben, mindestens einen. Wollte schon sagen. Das ist nur der Vorteil, wenn man nicht im Prinzip immer von Quest zu Quest rennt, beziehungsweise eine Quest abschließt, direkt nächste angeht und dann dafür wieder alles holt oder beziehungsweise sucht.
und so weiter und so fort, sondern halt einfach mal sagt, okay, ich fahre mal ein paar Quests und dann mach mal Story weiter, reise ein bisschen in die Welt herum. Und da kann man es. Ich will noch besser werden. Super, was hast du jetzt gequatscht? Ja, dann kann man es halt auch am Schluss besser kombinieren. So. Außer Honigapfel. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Das war Kokosküche 4, also eine fünfte. Ganz schwierig. Klingt nicht so, wa? Nö, ist ja nichts mehr. Sehr gut. Ist wieder eine Quest abgeschlossen. Warte, die Quelle der großen Fee? Also, ich war ja schon mal bei allen großen Feen, so ist sie nicht. Da bin ich ein bisschen irritiert. Ton am Stall der Bannerbrücke hat dich gebeten, Arbeit zu bringen. Ja, ich weiß, wo es ist. Eine Gabe zu bringen. Ja, toll, das sind 10.000. Das ist eine tolle Gabe. Ah, der Eismagie. Da war noch was. 55 Spurtlinge. Das werde ich nie haben, wa? Dann muss ich echt mal farmen gehen. Ich brauche die nicht mehr so wie auch schon, aber ich würde es trotzdem bezweifeln. Spurtlinge, 24. Finde Kiel, also was anderes, die Waffen, aber auch mal, da bin ich dran. Keine großen Wünsche, geht's mit niemandem, höre ihr zu. Eine Krone mit da. Da. Ach, crazy, war mit den Ex-Dingern hier. Wisst ihr was? Wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Ich mach mal ganz kurz mit den Hyrule-Stahlruinen. Dann kann ich die vier schon mal quasi mitnehmen, sag jetzt mal. Weil da finde ich was. Und dann können wir immer noch je nachdem. Teleportation. Ich mach vielleicht den nächsten Part dann zuerst. Ich mach erstmal da, weil ich weiß nicht, wo die am Schluss überall versteckt sind. Und je nachdem könnte es ja rein theoretisch sein, vielleicht sogar unterwegs bis wir mal irgendwie ein paar Teile finden und so. Ja, macht schon Sinn. Hätte ich vielleicht sogar von Beginn weg machen sollen. Und ich mich kopfüberdeckt in den nächsten Story stürzen. Eben, naja. Was willst du machen? Also bin ich halt. So, mal gucken. Pisst's wieder? Wundern würde es mich nicht. Ich habe ja im realen Leben kein Problem mit dem Regen. Im Gegenteil, da mag ich's. Meistens, kann auch darauf an, welche Situation. Ich sag euch, ich hatte so eine crazy Situation. Sowieso gerade mit diesem ganzen Sturmtief und Sturmhochs und so, sowieso verrücktes Wetter. Und da hatte ich bei mir so eine Sturmphase. Vor allem, morgens ist angefangen, ganz normal ein bisschen Schnee, nur ein bisschen. Und dann wären irgendwie 25 Minuten, hey, da war ein Schneesturm. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich meine, klar, auf Bergen hoch und so oder irgendwo im Nordpol, Südpol, da vielleicht schon nicht, aber bei uns. Ja! Das war so übel und der Schnee. Erstmal Temperatursturz von mindestens 7 Grad, zumindest gefühlt. Und weil dann der Wind ging und so weiter. Und dann, ja, der Schnee, also quer. Und nicht nur von einer Seite zur anderen. Anscheinend gewechselt von Nord nach Süd, von Süd nach Nord, von Ost nach West. In allen Richtungen, das war total crazy. Hä? Da? Jo. Muss ich noch was wegnehmen? Ne, da ist nur eine Truhe. Achtung! Truhen können wehtun. Bernstein, okay, das war's nicht, was ich gesucht habe. Hier soll irgendwo. Ne, vielleicht irgendwo. Ah! War das Buch schon immer da? Zur ersten Seite. Die 8 Schätze, die ich versteckt habe. Ramda. Wo kann ich sagen, Ramda? Hä? Helfen da? Hä? Wieder so ein Mitarbeiter. Also die Soldaten sammelten. Man kann von dort aus das Wasser des Kumlosees sehen. Das grüne Gewand eines Junggesellen, das wie eine Fee hielt. Also Tingel. Ein Ruin der Ebene von Haiwul versteckt. Ein Teil ist in Ruinen, der einst der Handel blühte. Ein Teil ist in Ruinen, der Vergehen bestraft wurden.
Ein Teil ist in Ruinen. Eines Dorfs in den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. Die Kronenprinzessin der Schatten findet sich bei einer Tempelruine im Regentia-Fluss. Wobei ich mich frage, wie kommt überhaupt Mithnas Krone hier, gut, es ist 10.000 Jahre später, wer weiß, vielleicht war es irgendwie ein Geschenk von Prinzessin zu Prinzessin und ging dann verloren mit der Zeit oder so, keine Ahnung. Das Helpfürter ist in der Ruine. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst der Helpfürterte. Nee, wollte gerade sagen, können es die dunkle Rüstung sein, die kann man hier beim bei Kilten kaufen. Die selbst der Held fürchtete. Hä, was soll das einer sein? Kämpfer ihre Fähigkeiten schulten. Ihren Ruhm besang. Müsste eigentlich im Schloss Hyrule sein, wa? Und ein Teil ist in Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule einst versammelten. Steht Ex. Ja, nee, ich weiß, was ist. Ja, ist klar. Neuer Eintrag, ja, denke mal, wird es für alle irgendwie einen neuen Eintrag geben, oder? Sehe ich das richtig? Jo, sehe ich richtig. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war's soweit da fürs Erste. Wir werden dann in der nächsten Folge mal gucken, wo wir vielleicht als nächstes hingehen, wo es vielleicht am besten wäre sogar. Je nachdem, wegen Story, wegen Sidequest, wie auch immer. Und dann mal gucken, was es noch alles zu entdecken gibt. Weil ich hoffe vor allem, dass uns ein oder anderes Sidequest mal hier runterführt, damit ich auch wirklich einen Grund hätte, das Gebiet zu betreten, weil der einzige andere Grund wäre halt rumgucken, jo, wie sieht's hier aus, müsste glaube ich auf Fyrone sogar sein. Das Prä von Fyrone, das müsste hier der Wald sein. Und ja, natürlich ein Grund wären die Schreine. Aber ich hoffe, da gibt's noch ein bisschen mehr. So, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, zusammen.